Hi, mein Name ist Nick Schufahrer des MX Style, sicher zum MX Lifestyle und heute wieder mit einer neuen Runde fragt Nick, nämlich wie lange hält ein gutes Dekor und Vor- oder Nachname auf dem Jersey. Also, viel Spaß dabei! Ja, hallihallo liebe Offroad-Sport-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr euch fragt, wieso habe ich so eine Munchi-Ski-Frisur, sehe aus wie der Waldschratz und renne hier rum wie der Klöckner, ja, und ihr verfolgt meine MX-Style-News nicht, dann verfolgt die mal, dann wisst ihr auch, was hier gerade Phase ist bei mir. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier natürlich eine Runde Frag Nick wieder für euch abhalten. Und ja, würde ich sagen, kommen wir kurz und bündig zum ersten Kommentar bzw. Frage. Und zwar von Grenzstroke. Ja, wie lange hält ein gutes Dekor im Durchschnitt? Und wenn es sich löst, kann man es noch einmal mit Kleber kleben, ja? Also zwei Fragen hier auf einmal. Und gehe ich erstmal auf die durchschnittliche, ja, Haltedauer eines Dekors ein. Da kommt es natürlich immer drauf an, wie lange man oder wie oft man fährt. Ja, also ich habe jetzt mein Dekors an einer Stelle bei den Tankspoilern und so, ja, die kritischen Punkte, wo man sich viel mit dem Bein bewegt, halt jetzt durchgescheuert, ja. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, ob das gut hält oder klebt, das ist einfach der Verschleiß. Und das hat jetzt zwei Saisons bei mir gehalten, bin aber auch nicht viel gefahren. Wie es dürften so an die 40 Betriebsstunden sein, wo auch teilweise Tiefsand mit dabei war. So mal als Hintergrund, ja. Das zwei Saisons ist, wenn man ja schon regelmäßig fährt, schon eine gute Sache. Normalerweise eine Saison, vor allem wenn man deutlich viel fährt, ja, dann verschleißt es natürlich schneller. Also ich habe es früher sogar so gemacht, ich hatte ein Trainingsplaste. Bei den Trainings habe ich immer das Trainingsplaste ran gemacht. Das sah auch zerkratzt, zerscheuert, zerwienert aus, auf gut Deutsch. Und hatte dann noch ein gutes Plaste, wo das gute Dekor halt drauf war. Und habe dann damit quasi dann die Rennen bestritten, die Wettkämpfe bestritten. Und das sah dann auch optisch etwas besser aus natürlich. Ja, so habe ich das gemacht, wo ich wirklich sehr, sehr viel gefahren bin. Also wirklich so zweimal die Woche trainieren, vielleicht sogar dreimal und eventuell am Wochenende noch einen Wettkampf. Also das waren so meine Höchstzeiten, also wirklich 3 bis 4 Mal in der Woche auf dem Bike gesessen. Ja, in der Saison über. Und ansonsten, jetzt diesen Jahres, bin ich ja mehr Wettkämpfe gefahren, wie was ich Trainings gefahren bin. So habt ihr mal eine Relation, um Gottes Willen, was ist heute mit meiner Sprache los, irgendwie weg oder was? Also das sind so die Relationen, die ich da habe. Ja, und da bin ich jetzt gute 2 Jahre hingekommen. Und das klebt auch wie Hölle, so wie ich das auch damals gezeigt habe. Habe ich das ja drauf gemacht und bin mit dem Dekor top zufrieden. Und wenn es einmal abgeht, ja, man kann es wieder kleben. Da würde ich dann doppelseitiges Klebeband oder sowas drunter empfehlen. Nehmt dann nicht Kleber oder Silikon oder sonst irgendetwas. Gerade bei einem Tank und so, die haben dann... Ja, das Plaste ist nicht richtig glatt, das ist so matt und rau. Das Silikon, ich habe das einmal gemacht, ja, und das kriegst du echt nicht wieder ab. Das bitzelt sich da so rein, das kriegst du nicht wieder ab. Das Dekor und so schon und das Grobe, aber du siehst dann trotzdem an den Stellen, dass dann noch was drin ist am Silikon. Ja, in der Raue und das sieht man einfach und kriegt man dann wirklich schlecht weg. Also ich würde dann hier doppelseitiges Klebeband dann bevorzugen, gutes, und dann hält es auch etwas. Es ist natürlich eine Notlösung. An der Stelle wird natürlich das Dekor auch dicker. Etwas bietet mehr Angriffsfläche für Dreck und so weiter. Dreck kommt drunter und sobald Dreck drunter ist, ist es wirklich schwierig, das dann noch richtig fit zu kriegen. Ich meine, wenn es gegen Ende der Saison ist, um es noch ein paar Monate hinzuziehen, kann man das natürlich machen oder übers Wochenende oder wie auch immer. Ja, und man das dann wieder top haben möchte, muss man sich dann einfach Zeit nehmen und Geld in die Hand nehmen und Neues kaufen. Aber im Prinzip kann man sagen, wenn man viel fährt, 1 Jahr hält schon gutes Dekor auf jeden Fall. Auch wenn man viel fährt, wie gesagt.
Und wenn man wenig fährt, wirklich so hobbymäßig und sagt, ach, diesen Monat habe ich mal wieder Bock, ja, zu fahren und ich fahre mal am Wochenende diesen Monat wieder, ja, dann kann das auch 3 oder 4 Jahre halten, das Dekor. Es kommt auch ein bisschen auf die Pflege drauf an. Was meine ich damit? Zum Beispiel der Tipp hier an der Stelle, Silikonspray oder Cockpitspray drauf machen, damit das ja den Dreck und so weiter ziemlich schnell abweist, gar nicht erst dran haftet und so weiter. Somit, wenn der Dreck nicht dran haften kann, scheuert es auch nicht so schnell auf und so weiter und perlt natürlich ziemlich schnell auch bei Wasser und so weiter ab und kann auch dann schwieriger Dreck drunter geraten oder sich ansammeln und dann drunter geraten und das dann lösen. So mal als kleiner Tipp nebenbei, da kann man die Lebensdauer noch ein bisschen hinauszögern. Ja, somit hoffe ich, dass ich den ersten Kommentar schon mal zufriedenstellend beantworten konnte. Kommen wir zum zweiten Kommentar. Und da kommt von Jonas. Und er fragt, hey Nick, ich wollte mal. Nein, Entschuldigung. Ich wollte mir eine neue Kombo kaufen und auch bedrucken lassen. Aber ich weiß nicht, ob ich meinen Vornamen oder meinen Nachnamen drucken lassen soll. Danke im Voraus. Ja, im Prinzip sind es eure Klamotten und ihr könnt da drauf drucken, was ihr da lustig seid. Ja, wie ihr lustig seid. Ich habe natürlich schon beide Varianten gehabt. Wieso, erkläre ich gleich. Aber normalerweise macht man Nachnamen. Wenn ihr jetzt die Profi-Rennen und so weiter seht, da steht halt Roxen drauf und nicht Kenny, sondern oder Ken. Da steht halt Roxen auf dem Jersey oder Dungey oder wie sie alle heißen. Ja, das steht dann auf dem Jersey, also der Nachname. Normalerweise. Wieso habe ich beide Varianten? Ja gut, Schopenhauer, das hat 12 Buchstaben, glaube ich, ja. Ja, da ist der ganze Rücken tapeziert von den Namen, so ungefähr. Hab's aber auch schon hinbekommen oder jetzt bei meinen aktuellen Jersey ist es auch so, ist da wirklich der lange Name über meine ganze Schulter verteilt. Hatte aber auch einfach nur Nick, auch schon, weil es einfach kürzer ist. Ja, beim Bedrucken, also ich habe ein Werbung Krause in Schopau, falls das ein oder anderen was sagt, da mal lasse ich es bedrucken. Da kam es jetzt auch nicht auf den Namen drauf an, wie lang es ist. Es war ein Festpreis, da hat mir das bedruckt und gut, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche dann pro Buchstabe bezahlen. Da wäre ich natürlich mit meinen Nachnamen auch wieder ein bisschen angemeiert, ja. Aber ich hatte schon beide Varianten, einfach nur Nick oder halt dann Schopenhauer in meinem Fall. Aber normalerweise ist es üblich, den Nachnamen zu verwenden. Und wenn man kurzen, knappen hat, ja, dann passt das ja. Aber wie gesagt, da will ich euch nicht vorgreifen. Ihr könnt natürlich frei entscheiden, was ihr da selber mit euren Jerseys, mit euren Klamotten macht, wie ihr das bedrucken wollt, ja. Ansonsten hoffe ich natürlich, ich konnte auch diese Frage wieder zufriedenstellend beantworten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen möchtet und kommentiert natürlich fleißig, wenn ihr noch Tipps, Tricks und Anregungen dazu habt. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und sportfrei, euer Nick.